Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Wir haben den Old World Blues. War das das DLC? Old World Blues? Mit Big MT. Ich glaube, das war Old World Blues. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, aber das müsste das eigentlich gewesen sein. Auf jeden Fall haben wir das und wir gehen jetzt weiter auf unsere Reise. Die Karte haben wir erkundet. Kann das sein? Das ist doch das Lone Wolf Radio. Ja. Die Karte haben wir erkundet. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Stimme viel zu laut ist. Ja, genau. Kann ich diese Viecher denn nicht kriegen? Fällt mir ein, ich müsste, ich könnte, ich dürfte mal. Motto des Trips, genau. Meine Begleiter wiederholen, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß gerade nicht, welches der beiden letzten DLCs das noch ist. Ob wir da Begleiter mitnehmen können, aber die überhaupt bei irgendeinem Begleiter, wenn die DLC mitnehmen, ich hab. Gehen Sie weiter. Ja, das denke ich mir auch gerade so. Spannende, beruhigende Musik. Ich hoffe, ich habe meine Begleiter in Lucky 38. Meine aber schon. Das würde mich wundern, auch wenn nicht. So. In die Präsident Suite. Hallo! Ich will nicht Wax hier haben. Birdnock. Da ist eine. Das ist Cass, aber das ist nicht Veronica. Wo ist der Veronica? Und. Warte mal. Ich hab so eine. Ahnung. Wenn ich kann hier nicht schnell reisen. Wenn die nicht hier sind. Das Edie da hinten ist. Also ich habe tatsächlich. Ja, das hört mir zum Glück nicht so laut. Also zumindest sieht das bei OBS so aus, als wäre das nicht zu laut. Meine Mikrofonposition umgestellt. Aha. Ja, Begleitprotokoll. Danke. So. Und. Du bist am 188er. Irgendwo hier auf der Kreuzung, dachte ich. Searchlight. Lipton. Was ist das Scheißding? Ach, das ist da hinten. Okay, okay, okay. Da ist dann Veronica. Genau. Wie sieht's aus? Ja, ganz schön. Auf geht's. Machen wir. So. Wegen der neuen Mikroposition wird nämlich dann auch wahrscheinlich
demnächst eine neue Tastatur kommen, die ich meine D-Tastatur dazu genommen. Die ich zum Aufnehmen nehmen werde. Und wenn ich dann spiele und so, dann nehme ich halt meine Gaming-Tastatur weiter. Ich werde mir so eine schön leise Cherry Cordless holen. 154. Jetzt habe ich natürlich nichts dabei, womit mein Hunger weggeht. Das ist natürlich gut. Ich kann Xanderwurzeln fressen, aber... Aha, hier, Gecko-Fleisch. Jau. Richtig. Ach so, jetzt weiß ich auch, warum ich die ganzen Dinger wieder ab. Weil da oben sind Gegner. Das sind Bäume. Weil ich habe IDI dabei, da ist ja diese Reichweite, sag ich mal, dezent höher. Heilpulver, nein, ich will es. Timpack selbst machen, das kann ich nur im Labor, ne? Stimmt. Da war ja was. Wo war ich denn hier hoch? Ich glaube nicht, dass ich dich anwende. Ach, hier da hinten. Das ist ja harmlos. Das ist ja harmlos. Noch ein paar Xanderwurzeln, wenn ich da schon hier bin, dann nehme ich die auch mit. Da war doch eine grüne. Was ich machen wollte, nämlich, ich wollte erstmal hier zu Lone Wolf Radio. Und... Und laufe ich dafür richtig? Das ist ein bisschen links von mir. Da, der Punkt auf der Karte unten. Ich glaube, da bei dem Kühlschrank war ich doch schon mal. Da wurden wir da verarscht, irgendwie ganz am Anfang des Let's Plays, ne? Von so einem Typen. Da schon den Weg hoch. Keine Sorge. Hä? Hä? Was? Wieso kriege ich... Achso. Ich denke so, was zur Hölle? Okay, ich komme hier nicht hoch. Vielleicht ist das auch so gedacht, ich weiß es nicht. Ich werde es weiter versuchen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, als wären hier ein paar Alpha-Wände. Hier? Ist das das? Der Wohnwagen, der da steht, so ein Piratensender vielleicht? Ja, hallo. Aha, aha. Elektroschrott. Everyone is gone. I am... Let it all end. Ja, würde ich sagen, hat er so einen Piratensender hier aufgebaut, wo er von der Apokalypse berichtet. So wie das scheint. Das darf uns aber nicht weiter interessieren. Wir müssen schließlich zu was müssen, machen wir denn überhaupt? Die Wiedervereinigung. Reisen Sie zum Canyon Rock in der Nähe von Prim und betreten Sie die Kluft. Die Kluft zwischen Arm und Reich oder was?
Willen. Also richtig gängiges, also geläufiges, nee, ich weiß nicht, wie ich es vernünftig ausdrücken kann. Begehbares ist vielleicht doch der beste Begriff dafür. Begehbares Gelände ist das aber auch nicht. Hier in den Bergen. Nein, ist ja immer so, aber... Das ist, da ist... Prim. Sagten sie ja auch, in der Nähe von Prim. So. Ich glaube, das sieht gut aus hier. Ja, das mit meinen Gleitern sieht natürlich auch super aus, aber... Das kenne ich ja. Ja, da ist nix, ne? Kommt bestimmt gleich so das Übertier raus. Hör doch was. Hallo. Oh, Lonesome Road ist das, das DLC. Coyote. Na, Kojotenwelpe? Ich wusste dich doch an und du bist tot. Eigentlich süß, die Dinger, aber naja, uns kann das ja nicht interessieren, ne? Wir sind ja eiskalte Killer. Was haben wir denn hier? Leere Säcke. Waffen, die da sind. The Divide. Kurier 6. Das sind wir. You can go home, Kurier. Was machen hier die Gräben? Wieso haben wir keine Schaufel dabei? Naja, aber hier gehen wir in der nächsten Folge rein. Bis dahin und tschüss.